Willkommen zur wöchentlichen Zusammenfassung der wichtigsten lokalen Nachrichten, präsentiert von deiner WLZ. Beim Weltcup-Skispringen in Willingen werden bis zu 50.000 Fans erwartet, die ein umfangreiches Programm aus sportlichen Wettkämpfen und Unterhaltung geboten bekommen. Die Veranstaltung, übertragen von ARD und Eurosport, empfiehlt die Anreise per öffentlichen Verkehrsmitteln, wobei Sonderzüge und Shuttle-Services bereitgestellt werden, und bietet neben den Skisprungwettbewerben auch Live-Musik und eine Party im Festzelt. Die Stadt Waldeck erstellt ein Konzept für Rad- und Fußwege und ruft alle Interessierten auf, bis zum 15. Februar Ideen und Anregungen einzureichen. Ziel ist die Förderung und Verbesserung der Nahmobilität, insbesondere durch Verbesserung innerörtlicher Verbindungswege und Anbindung der Ortsteile, sowie die Berücksichtigung des Freizeitverkehrs, etwa durch die Anbindung an den Edersee. Der Nationale Geopark Grenzwelten ruft zur Einreichung von Vorschlägen für das Geotop des Jahres 2024 auf. Geotope sind erdgeschichtliche Formationen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde und des Lebens vermitteln und können bis zum 1. März eingereicht werden. Bisherige Geotope des Jahres wurden jedes Jahr seit 2017 ausgewählt. Für alle Reiselustigen: Bei Caravan Konrad in Bad Wildungen finden Sie genau das, wonach Sie suchen. Seit Oktober 2023 bietet Caravan Konrad Modelle aus der Mietflotte zu speziellen Sonderpreisen an. Ob Mieten, Kaufen, Werkstattservice oder Campingzubehör, bei Caravan Konrad sind Sie richtig. Entdecken Sie mehr auf caravan-konrad.de. Florian Hempel, ein ehemaliger Handballtorwart, hat den Wechsel zum Dart-Profi gemacht. Er begann mit Dart, nachdem er mit dem Handball aufhörte und ist heute ein erfolgreicher Dartspieler. Hempel betont die Bedeutung von Jugendarbeit im Dartsport in Deutschland und möchte mehr Spieler, Turniere, Sponsoren und Konkurrenz sehen. Für weitere lokale Nachrichten und tiefgehende Berichterstattung abonniere unser WLZ-E-Paper. Bleib informiert, bleib uns treu, deine Heimatzeitung.